Liebe Niedersächsin, liebe Niedersachsen, herzliche Grüße aus der Staatskanzlei. Aber ich habe heute keine guten Nachrichten. Wir haben uns entschieden, mit einschneidenden Maßnahmen jetzt vor Weihnachten unseren Kampf gegen das Coronavirus noch einmal deutlich zu intensivieren. Was ist der Hintergrund? Wir haben in Deutschland insgesamt stark ansteigende Infektionszahlen. Und auch bei uns in Niedersachsen sehen wir nach einem sehr erfreulichen Rückgang, dass jetzt sich die Vorzeichen wieder geändert haben. Es geht wieder aufwärts. Und wir wissen aus der Vergangenheit, das müssen wir von Anfang an sehr ernst nehmen. Es geht vor allen Dingen um drei Bereiche. Vor allen Dingen immer und überall, denn das ist das Wichtigste. Wir müssen die persönlichen Kontakte reduzieren, gerade übrigens auch während der Festtage. Und deswegen gibt es eine Beschränkung bei den Weihnachtstagen. Vom 24. bis 26. Dezember gilt die Grundregel, die gastgebende Familie darf nur 4 Personen aus dem engsten Familienkreis mit einladen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgerechnet. Und über Silvester soll es bei der Grundregel bleiben, die immer gilt, nämlich maximal 5 Personen aus 2 Haushalten dürfen zusammenkommen. Mit anderen Worten, wir bitten darum, dass Weihnachten sehr ruhig in sehr kleinen Kreisen gefeiert wird. Und wir bitten auch herzlich darum, dass die üblichen Silvesterfeiern in diesem Jahr bitte einmal ausfallen. Das ist das Beste für uns alle. Der zweite Schwerpunkt: Ab Mittwoch ist der Einzelhandel mit Ausnahme der Grundversorgung geschlossen. Das ist natürlich gerade in der Vorweihnachtszeit für den Handel eine richtig schlechte Nachricht. Aber wir wissen, dass die Städte in dieser Zeit besonders voll sind. Wir wissen, dass auch gerade der ÖPNV in dieser Zeit besonders beansprucht ist. Und deswegen müssen wir auch an dieser Stelle so gut wie möglich Kontakte reduzieren. Meine herzliche Bitte ist, jetzt nicht die letzten Stunden zu nutzen, um unbedingt Geschenke zu kaufen. In vielen Fällen kann man auch Waren bestellen beim Einzelhändler seines Vertrauens und dann werden sie auch geliefert. Und das ist vielleicht für alle Beteiligten das Beste, insbesondere auch für die Einzelhändler, die sehen nämlich, dass es da eine echte Zugehörigkeit gibt, eine echte Treue ihrer Kunden. Und das können sie in dieser Zeit besonders gut gebrauchen. Der dritte Schwerpunkt betrifft den Bereich Schule und Kindertagesstätten. Da müssen wir in Niedersachsen jetzt nicht mehr viel ändern. Wir waren das erste Land, das gesagt hat, in der nächsten Woche, das ist die letzte Schulwoche in Niedersachsen, da gilt eine Befreiung vom Präsenzunterricht für diejenigen Eltern, die ihre Kinder lieber zu Hause lassen wollen. Das wird unsere Schulen deutlich leerer machen. Und ich bin sehr froh auch darüber, dass wir ab dem 19. durch die vorgezogenen Weihnachtsferien dann ohne dies bis zum 10. Januar eine Situation haben, dass in den Schulen nichts passiert. Etwas Ähnliches gilt in den Kindertagesstätten. Da werden die Einrichtungen nicht geschlossen, aber wir ermutigen die Eltern durchaus, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Und wir hoffen, dass auf diese Art und Weise neben den üblichen Schließzeiten dann wir auch die Zahl der Kinder in den Kindertagesstätten auf diese Weise deutlich reduzieren können. Das sind alles Maßnahmen, die sind uns schwer gefallen, aber sie haben auch ein klares Ziel. Wir wollen das Gesundheitswesen entlasten, insbesondere die vielen Menschen, die dort derzeit hingebungsvoll arbeiten, obwohl sie schon seit Monaten unter einem enormen Stress stehen. Und wir wollen vor allen Dingen auch die Zahl der Todesfälle in unserem Land so niedrig wie nur irgend möglich halten. Das ist unser Anspruch und dieser Anspruch, den sollten wir auch nicht zur Disposition stellen. Da lassen wir nicht verhandeln und deswegen glauben wir, dass diese Konsequenz jetzt notwendig ist. Letzte Bemerkung von mir. Ich bin in diesen Tagen oft gefragt worden, was ist eigentlich die Perspektive? Wie soll es denn dann weitergehen nach dem 10. Januar? Und meine Antwort darauf lautet, in Niedersachsen haben wir eine echte Chance, dass auch nach einer konsequenten Zeit der Ruhe und der Distanz über Weihnachten und Neujahr wir zum 10. Januar dann auch wieder die Zahlen so weit zurückgebracht haben, dass wir dann auch wieder über Lockerung reden können. Dass wir dann auch wieder immer mehr Möglichkeiten eröffnen können, in unser normales Leben zurückzukehren. Das wünsche ich mir sehr für ein neues Jahr, das in mancherlei Hinsicht auch noch andere gute Perspektiven bieten wird, insbesondere im Zusammenhang mit dem Impfschutz, mit dem es dann ja auch losgehen soll. Und das sollte uns auch die Kraft geben, durch die schwere Zeit, die jetzt da ist, hindurchzugehen. Zusammen, indem wir uns miteinander um Rücksicht bemühen, indem wir uns untereinander unterstützen. Aber vor allen Dingen auch in dem Ziel, im neuen Jahr von einem wesentlich niedrigeren Niveau aus starten zu können. Das macht es für uns alle dann miteinander wesentlich leichter.
In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen allen einen guten dritten Advent und ich wünsche uns allen viel Kraft im Kampf gegen das Coronavirus. Machen Sie es gut. Tschüss.